Du heiliges Käsebällchen! Ist das sowas wie ein Shredder-Klonmonster? Nein, Mikey. Ich glaube, das ist Shredder persönlich. Was sollen wir tun, Leo? Wir fahren den Typen einfach über den Haufen! Sagt eurem Meister, dass ich meine Tochter wieder zurück habe. Wenn er sie noch ein letztes Mal sehen will, soll er dahin kommen, wo ich ihn zuletzt besiegt habe. Hört ihr das auch, Leute? Oh nein! Vater! Es ist eine Falle! Ich gehe nicht ohne dich weg! Hinter dir, Vater! Saki, was hast du getan? Ich habe mich selbst inzwischen perfekt gemacht, Rattenmann. Sieh auf zu mir und lerne deine Furcht kennen. Du musst wirklich stolz sein. Du bist nicht nur innen ein Monster, sondern auch außen. Ich will, dass sie sieht, wie du untergehst. Dann wird endlich deine Gehirnwäsche verschwunden sein. Und sie wird wieder wissen, dass ich es war, der sie großgezogen hat. Dass ich es war, der sie zu der gemacht hat, die sie jetzt ist. Ich habe für sie alles geopfert, hörst du? Aus reiner, absoluter Liebe. Vater hat recht. Deine Transformation in ein Monster ist jetzt abgeschlossen. Danke, Rev. Kommt mit, wir müssen weiter. Na also, jetzt endlich. Meine Albträume von deinem stolzen, grenzenden, abscheulichen Gesicht werden endgültig aufhören. Erledige mich. Tu es. Aber Miwa wird weiterleben. Meine Tochter. Meine. Was passiert denn gerade mit mir? Saki, das Mutagen ist instabil. Außer Kontrolle. Sei still, du Ratte! Super Shredder will aus unserem Sensei Hackfleisch machen! Kommt mit! Vater! Du musst mir zuhören, Saki! Ich muss gar nicht verstanden! Oh nein! Erst vernichte ich dich und dann vernichte ich alle, die du liebst. Das ist ein Traktorstrahl, Leute! Fugitoid hat uns gerettet! Ach was, der hatte bloß ein schlechtes Gewissen. Ihr werdet sehen, der schnappt sich die schwarze Lochwaffe, bevor wir bis drei zählen können. Los, beeilen wir uns! Der Washington Square ist hier gleich um die Ecke. Mann, dieser Moser hat wirklich einen an der Waffe! Kommt schon! Unsere Welt muss gerettet werden! Ah!
Heilige Guacamole! Diese Jungs da sind wir? Meister Splinter, nein! Was soll das? Ich wusste, du bist eine Schlange, aber zu verhindern, dass ich die Welt rette. Nur deinetwegen ist Karai jetzt fort. Ja, der Timer ist deaktiviert. Wir werden gewinnen. Oh, oh. So, ihr seid durch die Zeit gereist, um eure Welt zu retten. Was bedeutet, dass ich sie beim ersten Mal zerstört habe, oder nicht? Und jetzt wird Mosa ein zweites Mal gewinnen. Leute, jetzt check ich's. Diese Jungs da sind wir. Nur aus der Zukunft. Nein, Alter, ihr seid wir in der Vergangenheit. Ihr blöden Reptilien. Auch egal. Für euch brauche ich nur die hier. Ich werde die Welt von einem bösartigen Monster befreien! Das einzige Monster hier bist du, Saki! Meister Shredder! Du hast vielleicht diesmal gewonnen, aber der Foot Clan wird schon sehr bald zurückkehren. Hey, für so einen Zyklon bist du gar nicht so übel. Mangala! Es ist noch nicht vorbei. Schaff uns zurück zum Mutterschiff. Triceraton, wir werden das Mutterschiff einsetzen, um ihre Stadt zu zerstören. Dann holen wir uns das Herz der Dunkelheit aus ihrer Asche und radieren die gesamte Erde aus. Meister Splinter! Vater! Oh Mann, denkt ihr auch, das ist der Shredder? Auf jeden Fall ist er ein Shredder. Es ist bestimmt eine faszinierende Geschichte, wie mein alter Erzfeind dazu gekommen ist, vier mutierten Schildkröten den Jutsu zu lehren. Und vielleicht lasse ich einen von euch lange genug leben, um sie zu erzählen. Dafür musst du uns erstmal erwischen, Mikey! Zakadios, Alunase! Ups. Na schön, der geht auf mich. Leo! Ah!
Sag mir, wo Splinter ist, und ich verspreche dir, dein Ende wird schnell sein. Was ist das? Server? Bradford? Nein! Ihr alle hattet sehr großes Glück. Wir definieren dieses Wort vollkommen anders, Sensei. Nur wenige stellten sich Shredder entgegen und überlebten das. Er war einfach so schnell. Es war, als würde er überall gleichzeitig sein. Ihr hattet recht, wir sind viel zu selbstgewiss, Sensei. Offenbar sind wir noch nicht für alles bereit. Womöglich. Aber das spielt keine Rolle mehr. Nun ist allen klar, dass Shredder ein Problem ist, das nicht von allein verschwindet. Also macht euch bereit, meine Söhne. Denn von diesem Moment an befinden wir uns im Krieg.